Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich hoffe, dass diese Runde besser wird als die letzten zwei. Die waren ein bisschen komisch und kurios. Für mich selber auch. So, lass mal ein bisschen laufen hier. Gut, wir müssen Kanalisationseingang, okay. Das Herz schlägt. Nur für uns. Da haben wir einmal eine Rune 110 Meter, Knochenartefakt und hier 13 Meter, ist ja gleich im Deck. Da ist es schon. Rattenjäger, okay. Da schau nur eins. Warte mal, 950, das haben wir doch gerade her, oder? Nehmen wir geschwind zurück. Wahrscheinlich auch unterhalb, so wie es anzeigt. Der Windstoß war cool. So. Ach, da geht schon zur Kanalisation, okay. Aber jetzt schaue ich doch nochmal dahinter. Nämlich dahinter, da ist ja auch noch was. Oder ist es einfach nur so eine kleine Ecke gewesen? So. Aber das war bloß so ein Aufenthaltsbereich von denen. Mhm. Dann schauen wir doch mal runter zur Kanalisation. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir sind hier unten in der Kloake. Der da vorne scheint nicht ganz knusper zu sein oder gesund. Ab zum Herzen. So. Ich schau mal schnell hier lang. Achso, da geht's nicht weiter. Hätte ja sein können. Da drüben liegt noch eins. Ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Hm. Generalschlüssel ist eieiei. Ah. Das kommt mir noch bekannt vor. Ah, ich geht die Futebel. Warte, warte, warte. Sag mal, wo sind denn meine Brandbolzen da? Ha, oh, das macht denen gar nichts aus. Ah, die müssen geöffnet sein. Jetzt hat alles klar. Jetzt bin ich bei euch.
jetzt weitergehen. Jo. Warte mal, kann ich die Wand nicht zerstören mit dem Wind? Nein, macht er nicht. Hätte er sein können. Alter. Echt jetzt? Der hinterhältig von hinten. Der hat auch noch was. Runterfallen. Jelly, du alte Pfeife, hier ist noch eine Aufgabe für dich. Die Lumpengräfin, diese alte Hexe, hat mir gesagt, dass man seinen Geschmack für Whisky im Monat des Windes verliert. Im Monat der Saat verliert man sein Augenlicht. Und im Monat des Eises macht man seinen letzten Atemzug. Wenn du einen Anteil willst, weißt du, was zu tun ist. Ah, die 13 Monate. So, wir hatten Saat, Eises und des Windes, gell? Okay. 2, 5 und 8. 2, 5, 8. Oder ist das nach der Reihenfolge? Ja. Sehr schön. Voll gut. Die Rätsel sind so toll. Das ist so schön klassisch. Das gefällt mir mega gut. So, pass auf. Jetzt haben wir hier das Knochenartefakt haben wir erworben. Haben wir gekriegt. Ich hänge ja an der Kiste. Aber es sind da hinten noch diese ganzen 102 Meter. Wo sollen die sein? Ich bin doch da gar nicht hingekommen. Jetzt schauen wir nochmal zurück. Ah, hier geht's auch noch weiter, oder? Sind wir von da gekommen? Nee, wir sind von hier gekommen, ne? Ne, wir sind von da gekommen, alles klar, das passt ja auch, das ist ja schick. Ah, ich laufe im Kreis. Okay, das war die Geschichte, ja, passt. Ja, ne, dann bin ich wieder safe. Bin ich wieder zufrieden. Weiter geht's. Na, komm. Die Leichen. Da malt einer mit Blut was rum. Alter. Alter Tunnel, ne? Ach du. Echt jetzt? Was? Nein! So bin ich tot! Oh, wurde gespeichert. Ah, hier unten, alles klar. Also muss ich
ganze Zeug nicht nochmal machen. Ich guck nochmal nach lieber. Das gibt's ja nicht. Nee, passt, alles klar, ich hab's. Was? Statt 4 waren jetzt nur noch 3 da, gell? Also die machen es auch automatisch leichter für uns. Habe ich das Gefühl. Fühlt sich so an. Oh, lange Tauchpassage. Sehr lange Tauchpassage. Nach oben. Entfernen uns eher von dem ganzen Material. Ah, warten wir mal ab. Ah, schade. Die Lumpengräfin holt den Generalschlüssel der Kanalisation von der Lumpengräfin. Sich sammeln. Bring uns nicht um! Lumpengräfin, stopp! Hör auf damit! Können wir nicht drüber... Sieh dich um! Ein Edelstein mit den Blättern des jungen Mädchens. Das ist sie! Zerstören im Ofen! In ihren Büchern steht, dies sei der einzige Weg, sie zu töten. Ich weiß, der Stein sieht nicht aus wie sie, aber soll sie darstellen, als sie jung war. Daraus zieht sie ihre Kraft. Wirf ihn in den Ofen! Verbrenn ihn und sie ist tot. Alles, was du kannst, Liebling, das reicht nicht. Knochen des großen Leviathans, beschützt mich! Du denkst, dass du ihn retten wirst? Ist es nicht wert. Nun wird die Lumpengräfin dich töten, wie all die anderen. Es klappt am besten, wenn ich dich bei lebendigem Leibe koche. Willst du gleich in den Topf springen, Geliebter? Au. Siehst du meine Macht? Es ist zu spät für ihn. Und es ist zu spät für dich. Alter, ist jetzt mal gut hier. Und ich werde Runen in deine Knochen ritzen. Wir platzieren das Amulett. Dumm von dir, ihm helfen zu wollen. Du Narr! Und jetzt bist du stärker. Was will ich auf deinen Schädel schreiben? Du wirst stärker. Und ich werde Runen in deine Knochen ritzen. Was werde ich auf deinen Schädel schreiben, dass du ein Narr warst? Wo ist das Problem? Kannst du mich nicht finden? Was werde ich auf deinen Schädel schreiben, dass du ein Narr warst? Wenn ich lebendig im Leibe koche. Willst du gleich in den Topf springen, Geliebter? So, jetzt haben wir den Generalschlüssel der Lumpengräfin. Die Lumpengräfin ist Geschichte. Sehr schön. Rücklauf.
ganz kurz ins Journal gucken, was meint jetzt mit Rücklauf? So. Kehre zum Hassenpits Pub zurück. Finde einen Weg durch die Kanister zum Pub. Kehre zum. Was haben wir hier noch? Hilf Slake Chef, befreie ihn. Oh, wo ist er denn? Da müssten wir auch mal hingucken, ne? Sollen wir den retten? Den retten wir auch noch. Aber erst speichere ich es erstmal, das ist richtig gut. Ich glaube, der hing noch da gerade dran, ne? Lass mal gucken. Erstmal alles klauen. Da, ah, da wäre doch mal. Bevor wir den retten. Nehmen wir die Rune. Du entdeckst immer so interessante Orte, Corvo. Und jetzt im Auge des Sturms zwischen der Lumpengräfin und dem Mann, der sein ganzes Leben verbrachte, mit einer Klinge in der einen Hand, einer Flasche in der anderen. Den überschwemmten Ruinen entronnen und dann wieder zurück zum Pub, wo du Emily zum letzten Mal sahst. Wo ist sie jetzt? Wie fühlt es sich an? Betrogen von deinen Verbündeten. Merkwürdig, wie man immer wieder ein Stückchen Unschuld verlieren kann. Und Dowd, du hast gerade den größten Attentäter der Welt getötet. Aus Liebe zur Kaiserin oder zu Emily? Oder war es das Urverlangen, dich über andere Männer zu erheben? Weißt du selbst den Grund? Na, für die Kaiserin und für Emily haben wir das gemacht. Ist ja völlig klar. Weil alles andere macht keinen Sinn. Und Rache ist ja nicht gut, ich weiß. Seltsam riechendes Manuskript. Stärker als Knochen. Ein Schädel voller List und Tücke. Walgalle. Knochenhaufen. Abgekratzt. Weiß poliert, entzündetes Feuer und brutzelndes Fett. Große schwarze Plumpen Leich. Brenne, brenne. Federn. Vogel mit wahnsinnigem Blick fiel zu Boden. Samen, Nessel, Nadeln sehen. Ein wenig rühren. Starkes Rezept, oder? So. Brando. Willst du was Lustiges hören? Als wir noch Kinder waren, hatten wir alle Angst vor der Lumpengräfin. Dachten, sie wäre eine böse Hexe. Dann wurden wir älter und merkten, dass sie nur eine traurige alte Dame ist. Aber wir hatten beim ersten Mal recht. Ist das nicht lustig? Bin dir was schuldig. Das erreicht nicht, ist aber alles, was ich habe. Viel Glück, Corvo. Oi. Gab ein paar Kröten. So, wir müssen jetzt unser Journal nochmal öffnen und jetzt das hier aktivieren. Und müssen Richtung Kanalisation laufen. Da gehen wir nochmal nach oben. Ja, müssen wir auch. Da ist ein Rücklauf. Den können wir nutzen. Alternativ, glaube ich. Aber jetzt lass mich nochmal kurz was schauen. Haben wir da noch was übersehen? Alter, ein fetter Wal. Guck dir das an. Ich sehe ja jetzt erst, das ist hier die Schlachtbank. Krass. Mega gut. Mega gut. Na ja, gut, dann gehen wir da mal rein. Zack. Ach, hier sind wir. Alles klar. Das ist natürlich. Oh, wo ist der Schläger? Der Schläger fehlt. Ja, komm her.
Hä? Oder Kopf ist doch gar nicht wahr. Da geht's nicht durch. So, warte mal, hier gibt's ja noch die anderen Sachen, die zwei Runen, gell? Oder die Dingens. Da ist Knochenartefakt und da ist die Rune. Nur noch auf ein paar Meter. Ach komm. Ab. Ah, hat nichts gebracht. Die töten wir alle, das ganze. Das braucht kein Mensch. So. Essen. Ah. Mach dich weg. Da legt sie die Rune. Guck's dir an. Einfach so dahingelegt. So, was haben wir noch? Das Knochenartefakt. Was quasi hier irgendwo liegen müsste, oder? Warte. Ja, ich komme da nicht hin. Jetzt hat. Muss ich dafür eine Ratte sein? Ich glaube nicht, gell? Das geht, glaube ich, in dem Teil noch gar nicht. Na? Doch, das werden wir beherrschen nochmal. Sehr schön, haben wir es auch gefunden. Gott sei Dank. Freut mich.
Ach Quatsch. Wo bin ich denn jetzt? Wäre gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, wir kommen bei der Destillation raus, oder? Halt, warte. Da unten ist auch noch was. Mal schon schauen, dann ist es mir hier fast gründlich. So, Bolzen. Sehr schön. Voll gut. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich habe keine Orientierung, wo wir sind, gell? Oh. Jetzt kommen wir da an. Und wir haben es geschafft. Ja, Wahnsinn. Ja, überschwemmte Bezirk. Eliminiert haben wir 60 Leute, 2 Zivilisten. Alarm haben wir Gott sei Dank keine ausgelöst, aber die Leute wurden entdeckt. Jawohl, aber die Sonderaktionen sind mir auch wichtig. Ja, Runen haben wir alle gefunden, Knochenartefakte alle bis auf einen. Dann den Schrein haben wir gefunden vom Outsider. Das Gemälde, oh, alle drei haben wir gefunden. Sehr, sehr schön. Und einige Münzen halt, wie immer, mal liegen lassen. Oder nicht gefunden. Wunderbar. Oh Gott. Ich muss zum Arzt, glaube ich. Okay, Leute, Freunde. Entschuldigung fürs Reinhusten und Rumschniefen. Es tut mir leid. Aber ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid bei Dishonored. Ciao. Macht's es gut.